Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu können. Mein Name ist Thomas André. Ich bin Mitgründer von Nucleus Scientific in Cambridge in den USA, direkt auf Campus MIT. Wir sind eine Gruppe von ungefähr 60 Leuten, die sich vor 8, 9 Jahren formiert hat. Was wir tun, ist Folgendes. Wir entwickeln Technologie im Kontext neuartiger Antriebe und wir entwickeln Technologie im Kontext von Batterieschnellladesystemen. Diese neuartigen Antriebe funktionieren so, dass es keine konventionellen Faraday-Induktionsmotoren mehr sind. Ich will nicht zu viele Technik-Termini hier verwenden, aber ein Faraday-Induktionsmotor ist in einem Tesla drin. Der dreht sehr, sehr schnell, wird über Gleichstrom angetrieben und hat ein Getriebe und treibt dann die Achse an. Und wer schon mal Tesla gefahren ist, weiß, dass es ziemlich eindrucksvoll. Aber zum Schluss ist der Tesla auch immer noch ein sehr, sehr konventionelles Auto. Es ist nichts, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich mal das Thema Auto neu gedacht. Es ist lediglich ein elektrischer Antrieb in einem Auto. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wie können wir das noch weiter denken? Wie können wir andere Antriebe einsetzen und entwickeln, um Autos leichter zu machen, um Autos effizienter zu machen und vor allen Dingen, um eben den energetischen Footprint von Fahrzeugen zu senken. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Technologiefeld hergenommen, was wir aus der Anwendung beim Transrapid kennen oder auch bei Flugzeugträgern, die Flugzeuge beschleunigen müssen, die starten, und zwar sogenannte Linearbeschleuniger. Das sind im Fachtermini sogenannte Lorentzkraftaktuatoren. Und diese Lorentzkraftaktuatoren erzeugen enorm hohe Momente bei sehr, sehr geringem Systemgewicht, ungefähr viermal leichter, als das der Fall ist bei einem Faraday-Induktionsmotor. Und dann haben wir überlegt, wie können wir diese Motoren so konstruieren, dass man sie für verschiedene Anwendungen in der Mobilität einsetzen kann, und haben ein System entwickelt, das gibt es heute, mit dem man sowohl eine Achse antreiben kann, als auch in der Lage ist, die Federung als auch die Lenkung des Systems intrinsisch aus einem System heraus zu generieren. Dadurch, dass das Ganze wesentlich leichter ist als konventionelle Antriebe, taugt es auch für andere Anwendungen außerhalb der straßengebundenen Mobilität, nämlich in Drohnen, und zwar im Rahmen dieses Vahana-Programms von Airbus, von dem vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat. Da geht es darum, nicht nur Drohnen für eine Person zu bauen, die autonom durch die Gegend fliegt, sondern auch für 2 oder 4 oder 8, 16, 32 Leute. Und die große Vision von Airbus, neben einem elektrischen A320, den man ungefähr für 2030 voraussieht, und wir wissen alle, das ist nicht mehr lange, sind Drohnen in verschiedener Größe, die Sub-Hub-to-Sub-Hub-Traffic anbieten können. Das heißt, konzeptionell wird das so passieren, und ich habe das schon gesehen als Mockup auf so einer Uber-artigen App, weil Airbus da tatsächlich auch mit Uber zusammenarbeitet, wo ich nicht nur UberX und UberPool und Uber irgendwas habe, sondern auch UberDrone habe. Dann kann ich sagen, ich transformiere das jetzt mal auf Deutschland, damit es greifbarer wird. Ich kann sagen, ich will, heute ist Freitag, ich will am Montag zwischen 7 und 9 Uhr früh von Herzogenaurach, weil ich bei Schaeffler arbeite, nach Potsdam zum Designzentrum von Volkswagen. Und wenn ich da normalerweise irgendwie hin müsste, müsste ich Auto fahren, das dauert total lange, Bahn dauert noch länger. Fliegen ist auch nicht gerade praktisch, weil ich erst nach München muss oder Nürnberg und dann nach Berlin muss. Und jeder weiß, wie der Berliner Flughafen gerade nicht funktioniert. Das heißt, die Zukunft laut Anders ist tatsächlich die, dass er sagt, man allokiert sich dieses Device in Form von einer App, wo ich sage, ich brauche eben diesen Transport in dem und dem Zeitfenster, an dem und dem Tag, und das System dahinter allokiert dann das Device dynamisch auf die Anforderung. Das heißt, wenn da noch 4 andere Leute sind, ist es ein System für 4 Leute. Wenn da 9 Leute sind, kriege ich ein System für 12 Leute und so weiter. Das heißt, wir werden in Zukunft nicht nur den Hub-to-Hub-Traffic haben mit größeren Maschinen, sondern wir werden konventionellen, in Anführungsstrichen, Flugzeugen, sondern wir glauben ganz fest daran, dass man auf Basis von autonomen Drohnen dann eben auch Menschen von einer suburbanen Region in die andere suburbane Region bringen kann. Und wenn man mit den großen Venture Capital Gebern redet in den USA, mit denen wir sehr, sehr eng verknüpft sind, nimmt das im Moment wirklich Formen an, weil sehr, sehr viele Unternehmen, auch hier in Deutschland, die in diesem Kontext arbeiten, wie Lilium in München zum Beispiel. Großartiges Unternehmen, gegründet von Leuten aus der TU München. Die bieten so Lufttaxis an, nennen sie das. Das sind kleine Systeme, du kennst das. Faszinierendes Video im Internet, lilium.com, unbedingt mal ansehen. Die in Zukunft eben über kleinere Distanzen in urbanen Räumen Menschen von A nach B bringen sollen. In diesen Bereich geht gerade, und wir haben es gerade von DHL gehört, ungeheuer viel Venture Capital rein. Und das bedeutet, dass diese Gründer, diese Firmen,
typischerweise fast unbegrenztes Kapital zur Verfügung haben. Das Problem sind eher die Ressourcen, um die Idee schnell umzusetzen und eben die richtigen Partner. Also es sind letztlich hoch agile, robotische Systeme, mit denen man sehr, sehr viele Anwendungen adressieren kann. Eben von Fahrzeugen hin über generelle Mobilitätsdevices bis hin zu Drohnen und durchaus auch bis hin zu Flugzeugen. Also man kann genauso gut sich denken, solche Antriebe in Zukunft in modifizierter Form für die konventionelle Bauform Flugzeug einzusetzen. Das ist der eine Teil. Und wenn Sie sowas haben und tolle Antriebe haben, brauchen Sie auch tolle Batterien. Und das ist die große Herausforderung heute. Sind Batterien aufgrund ihrer relativ geringen Energie- und Leistungsdichte und natürlich aufgrund der sehr, sehr hohen Ladezeiten, die man heute hat. Und was wir da auch mehr oder weniger parallel entwickelt haben zu den Antrieben, sind Batterieschnellladesysteme. Und zwar sind das Systeme, wo wir sowohl Strom als auch Spannung als auch Druck auf die Batteriezelle modulieren im Millisekundenbereich. Und damit sind wir in der Lage, eine hochwertige Lithium-Ionen-Zelle, sei die von LG Chem oder Samsung oder Panasonic, in 3 Minuten zu laden, was so der heilige Gral ist, weil das ist halt die Zeit, wo alle sagen, okay, es dauert genauso lange, ein Auto aufzutanken. Diese Technologie haben wir bereits lizenziert an 2 Firmen, die ich nicht nennen darf. Eine, die ich nennen darf, ist Tesla, die das Mitte nächsten Jahres einsetzen will. Genauso sehen wir aber eben auch andere Anwendungen bei Drohnen etc. Aber sie wollen ja die Verfügbarkeit dieser Systeme möglichst hochhalten und nicht warten, weil das System gerade mal wieder aufgeladen wird. Sie kennen dieses Semi-Projekt von Tesla, dieser LKW, elektrisch. Übrigens, was ich sagen darf, die Anschlussleistung von dem Ding, um den aufzuladen, ist 1,4 Megawatt. Und damit kriegen Sie das Ding in 20 Minuten voll. Die meinen das absolut ernst. Wir sind jetzt dabei zu planen, in Nordamerika tatsächlich eine verteilte Ladeinfrastruktur aufzubauen, die dazu führen wird, dass man diesen Tesla Semi nicht kaufen wird, wie man das heute bei Daimler oder Freightliner macht, sondern man wird per Pay-per-Mile dieses System nutzen. Und da drin ist die Ladung, weil Elons großer Traum ist ein Energy Management Ecosystem, wo er über seine Solar Shingles, über seine Wall Batteries, über die Autos, aber jetzt eben auch über den Truck insgesamt das Thema Energiemanagement angeht. Und das ist einfach der brillante Gedanke dahinter, zu sagen, wir gehen das von einem ganz anderen Winkel an und bringen ganz neue und andere Effizienzen da rein. Das kombiniert mit autonomen Systemen, wo Tesla sehr weit ist, aufgrund der sehr engen Zusammenarbeit mit Nvidia, also mit Hochleistungsprozessoren für Image Annotation im Grafikbereich, genauso aber auch Unternehmen wie Uber, die sich auch in diesen Bereich reinbewegen. Uber ist auch ein schönes Beispiel. Die meisten Leute kennen die App, viele Leute von Ihnen werden diese App auch benutzen, wenn sie irgendwo nicht in Deutschland, weil hier ist es reguliert, unterwegs sind. Aber was dahinter steckt, ist noch viel, viel mehr. Die Software hinter Uber plus natürlich auch jetzt die autonomen Systeme, die Uber in den Markt bringt, sind mehr als beeindruckend. Ich war gerade vor einem Monat in Pittsburgh und konnte da ein System fahren, und zwar einen Volvo XC90 mit den neuesten autonomen Fähigkeiten von Uber. Und in diesem System war kein Fahrer mehr drin, der das irgendwie kontrolliert hat. Also es war full Level 5 autonom im Innenraum von Pittsburgh, was ähnlich wie New York einfach so gerastert ist. Und es hat wunderbar funktioniert. Dieses Fahrzeug hat die anderen Leute nicht aufgehalten. Es ist vernünftig durch den Verkehrsfluss gekommen. Und als es da war, wo ich hin wollte, hat es einen Gong gegeben und es hat mich freundlich verabschiedet. Und die Rechnung habe ich per E-Mail wirklich in der Sekunde bekommen, wo ich aus dem Fahrzeug ausgestiegen bin. Die Amerikaner gehen damit wesentlich mehr Pragmatismus ran. Wir Deutschen versuchen es immer erst 120% perfekt zu machen, bevor wir es einschalten, brauchen Jahre dafür. Und die Amerikaner nehmen einen gewissen Kollateralschaden in Kauf, weil sie sagen, 1 Million, das finde ich gar nicht so lustig, weil sie sagen, diese 1 Million Verkehrstoten, die wir heute haben, kriegen wir damit schneller runter, als über den Ansatz noch 5 oder 6 Jahre zu warten, bis irgendein System scheinbar perfekt ist. Deswegen glaube ich auch eher da an den Ansatz von Tesla als an die Ansätze von Daimler oder Volkswagen oder BMW, weil es einfach pragmatischer ist, man kann es schneller umsetzen. Und ich glaube, dass die autonomen Teslas, die durch Kalifornien und die ganzen USA und sonst wo lang fahren, eher dafür gesorgt haben, dass mehr Unfälle vermieden werden, als dass mehr Unfälle entstehen. Und das ist so für mich aus meiner amerikanischen Brille die Rechtfertigung dafür. Ja, wo wollen wir damit hin? Wir werden nicht in Stückzahlen diese Systeme fertigen. Wir werden die Blaupausen für diese Systeme lizenzieren,
an diese eben erwähnte Multi-Tiered Industry, also an Tier 2, Tier 1 oder Tier 0,5 Unternehmen, wie zum Beispiel Continental oder Brose oder Heller oder Magna oder Delphi, wie sie alle heißen. Werden aber parallel dazu, und das ist der große Hebel, den wir sehen, ein sogenanntes Batterie-Management-Ökosystem aufbauen, weil wir über die algorithmische Kontrolle dieser Batterien natürlich ungeheuer viele Daten bekommen, die es uns ermöglichen, die verschiedenen Zelltypen und Batteriegrößen optimal in den Griff zu kriegen und so zu managen, dass sie so lange wie möglich halten. Und dass, wenn sie dann irgendwann nicht mehr funktionieren, in einen zweiten Lifecycle überführt werden können, als sogenannte Wall-Battery bei Ihnen zu Hause in der Garage zum Beispiel, um den Photovoltaikstrom zu speichern und über Nacht dann ans Auto abzugeben oder ans Haus. Das haben wir uns vorgenommen, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und kombiniert mit dem Einsatz in Fahrzeugen von den entsprechenden Antrieben und noch ein paar anderen Dingen, die wir dazu entwickelt haben, werden wir Mitte des Jahres auch ein Fahrzeug vorstellen. Und dieses Fahrzeug, ich kann es Ihnen leider noch nicht zeigen, weil es ist ganz schwer zu erklären, aber es wird viele interessante Eigenschaften haben. Es kann zum Beispiel sich artikulieren, also wenn es über den Highway fährt und wenig CW, also Luftwiderstand haben soll, ist es flach. In der Stadt ist es teilartikuliert, damit ich ein besseres Sichtfeld habe und auch einfach ein- und aussteigen kann. Und wenn ich es nicht brauche, klappt es zusammen wie so ein Schweizer Messer. Und durch die Aktuatoren, die es hat, die mehrere Freiheitsgrade ermöglichen, jetzt wird es wirklich wild, halten Sie sich fest, ist das System tatsächlich in der Lage zu laufen. Also es kann die Räder anheben und nach vorne setzen. Es kann Treppen steigen dadurch und wenn man will, kann es auch springen. Und wir haben ihm sogar schon so Eigenschaften beigebracht. Es ist sehr entertaining, das ist gut so, weil es funktioniert tatsächlich. Wir haben ihm auch Eigenschaften beigebracht, dass es einen bestimmten Habitus annehmen kann. Und das habe ich meinen Kindern mal gezeigt, um es mal so zu reflektieren. Und sie können diesem Fahrzeug tatsächlich den Habitus beibringen, wie ein Tiger oder wie ein Hase oder wie eine Katze. Dadurch, dass es sich eben in einer bestimmten Art und Weise bewegt. Und durch den Antrieb so hoch agil ist und flexibel ist, dass es das machen kann. Das ist die eine Ableitung. Die andere Ableitung, an der wir gerade bauen, das macht auch sehr, sehr viel Spaß, ist ein Hochleistungssportwagen, der sich darüber, dass er komplett variabel in seiner Geometrie ist, optimal an die Straße anpassen kann. Und wir haben vor, diesen Hochleistungssportwagen im Spätsommer diesen Jahres auf dem Nürburgring auf die Nordschleife zu bringen. Und wir gehen davon aus, dass wir die Bestzeit, die momentan ein Porsche 911 RS2 hält, von 6,43 schlagen können. Warum? Weil wir uns wesentlich besser an die Straße anpassen können, an die Verhältnisse anpassen können und weil das Fahrzeug über Deep Learning Algorithmen verfügt, die es lernen lassen, wie es sich optimal positioniert, um optimale Kurvengeschwindigkeiten zu erreichen. Das ist dann die seriöse Ausgabe, während das andere halt eher die Standardausgabe ist. Das ist so das, was wir machen, also neuartiges Energiemanagement, neuartige Antriebe. Wir lassen das konvergieren in eine Fahrzeugplattform. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit auch Amazon zum Beispiel. Ich habe vorhin während des Mittagessens kurz, das ist das letzte Beispiel, was ich noch kurz bringen möchte, diese sogenannten Beehives erwähnt. Wer kennt die, diese Beehives von Amazon, Arm in die Luft? Ja, kennt fast keiner in Deutschland. Ist eines der faszinierendsten Projekte überhaupt von Jeff Bezos, finde ich. Was ist das? Das sind Strukturen, die haben unten so Ladedocks, wo 40 Tonnen LKWs ranfahren können. Die werden voll robotisch entladen und über ein anderes robotisches System in diesen Speicher verbracht, der so konzipiert ist wie ein Bienenstock. Der erste wird außerhalb von Los Angeles gerade gebaut. Und in diesem System sind dann wiederum vollautomatisierte Picking-Systeme drin, mit denen dann die Pakete kommissioniert werden. Und dann kommt die Drohne, nimmt dieses Paket, fliegt durch das Loch im Beehive raus und fliegt es dahin, wo ich wohne. Sie lachen jetzt. Ich habe ein Haus außerhalb von LA in Pacific Palisades, direkt am Pazifik. Und ich war bei dem Pilotprojekt mit dabei, weil ich Jeff Bezos sehr gut kenne. Und was habe ich bekommen? Ich habe ein Stück laminiertes Plastik bekommen, 40 x 40 cm, mit einem 3D-QR-Code. Dann wusste die Drohne, dass da Thomas André wohnt. Die Drohne kommt da einigermaßen genau hin, weil sie GPS hat und so weiter. Und wenn sie dann aber erkennt, aha, da ist es wirklich, dann landet sie da, legt das Paket, was ich 15 Minuten vorher über Amazon Fresh oder Amazon Prime bestellt habe, ab, gibt mir ein kurzes Signal auf mein Smartphone, ich gehe raus, nehme das Paket, leere es aus, lege es wieder zurück, drehe es aber um, dass die Drohne erkennt, dass es leer ist. Und dann kommt die Drohne wieder und holt es wieder ab und fliegt wieder zurück zu ihrem Beehive. Und das ist ziemlich faszinierend, in einer Zeit, wo DHL, Entschuldigung, bei allem Respekt, immer noch einen Tag braucht, um das Paket zu mir zu kriegen.
Letzte Geschichte dazu, auch aus den USA. Amazon hat vor 4 Monaten Whole Foods akquiriert. Whole Foods ist der größte Organic Supermarket in den USA. Mega Qualität, Riesenreputation, die Leute lieben es. Ich liebe es auch, weil es einfach super ist. Gibt es hier gar nicht in Deutschland. Die haben immerhin 17,9 Milliarden Dollar für Whole Foods bezahlt. 17,9 Milliarden. Und am gleichen Tag, das korreliert vermutlich nicht, da haben Sie recht, haben Sie bei Boeing 100 Flugzeuge bestellt, weil Sie mit den Anbietern da draußen, die Logistik anbieten in dem Kontext, für Fresh und Prime nicht zufrieden sind. Und dann hat Jeff gesagt, hey, wir machen das selber. Bei der Kapitalkraft von Amazon ist das auch alles gar kein Problem. Ich bin gespannt, wo Sie damit hinkommen, aber ich bewundere den Mut, die Energie, die Geschwindigkeit und die Agilität dahinter. Und wenn man ihn argumentieren hört, das, was er immer wieder sagt, er sagt zu seinen Leuten immer, it's always day one. We always have to reconsider ourselves every morning. Wir müssen überlegen, was passiert da draußen gerade, was unsere Position als die Nummer eins auseinandernehmen oder gefährden könnte. Genau so funktioniert das Denkmodell nicht nur da, sondern bei vielen anderen Supertech-Unternehmen, mit denen wir als Technologieanbieter sehr eng zusammenarbeiten. Und das ist so eine Mentalität, immer wenn ich wieder hier bin und ich bin nicht mehr viel in Deutschland, dann merke ich so, mein Gott, ist das hier langsam und träge und alle versuchen immer alles so perfekt zu machen, keiner traut sich zu scheitern. Und dann gehe ich zurück nach Cambridge, Harvard, MIT, alles in einer Ecke. Wir arbeiten mit hochbrillanten Leuten und plötzlich merke ich, hey, es geht auch anders. Und das ist so der große Punkt, den ich immer wieder wahrnehme. Und ich nehme auch wahr, dass der Spalt immer größer wird. Das noch so als letzte Wahrnehmung, weil ich gerade heute früh wieder von drüben gekommen bin. Danke.